Hallo zusammen. Ja, ich glaube, wir freuen uns alle, dass es jetzt auch in der Liga losgeht. Daraufhin haben wir uns, glaube ich, sehr, sehr gut vorbereitet die letzten Wochen. Leider Gottes hat sich die Mannschaft im Pokalspiel nicht belohnen können für einen ordentlichen Auftritt. Und jetzt nehmen wir einen neuen Anlauf. Vom Personal her ist es so, dass David Pissot leider immer noch unter den Auswirkungen des Gegentores leidet, als ihm jemand auf das Sprunggelenk gefallen ist. Er wird die Reise nicht mitmachen, ähnlich nicht wie Kyungrok Choi. Bei Yannis Rabold sieht es ähnlich aus, dass er auch nicht dabei sein wird. Und nicht zu vergessen, Jannis Hanek. Ansonsten sind alle Mann an Bord. Ja, der Trainer hat, glaube ich, schon vieles gesagt. Wir haben uns gut vorbereitet. Ich glaube, wir haben uns viele Sachen erarbeitet in den Wochen der Vorbereitung. Wir freuen uns dann jetzt, dass der Ligabetrieb wieder losgeht. Wir sind heiß und wir wollen natürlich mit einem positiven Ergebnis in die Runde starten, wohl wissend, dass wir in Hannover spielen gegen eines der vermeintlich besten Teams diese Saison. Aber auch davon bin ich überzeugt, dass man überall in der Liga was holen kann. Andersrum, wenn man nicht auf der Hut ist, kann man überall richtig Probleme kriegen. Deswegen müssen wir an die 100% kommen und dann ja, wollen wir was mitnehmen aus Hannover, ganz klar. Ich glaube, Vergleiche zu Union Berlin zu ziehen, bieten sich dahingehend an, dass wir es mit einer absoluten Top-Mannschaft dieser Liga zu tun haben werden, die sich ja auf dem Transfermarkt nochmal sehr, sehr gut und namhaft verstärkt haben. Nichtsdestotrotz, glaube ich, hat die Mannschaft letzte Woche die entscheidende Botschaft an sich selbst gezeigt, dass sie, wenn sie bereit ist, in beide Richtungen zu investieren, unabhängig Grundordnung, unabhängig zwei, drei Stürmer, ein Stürmer, ist relativ egal, dann wird sie auch unabhängig der Transfers des Gegners immer wieder in der Lage sein, auch sehr, sehr gute qualitative Mannschaften vor Schwierigkeiten zu stellen. Und das wird unser Ziel am Samstag sein. Das kann in der gleichen Aufstellung sein, in der gleichen Grundordnung, aber ich glaube, wir haben es ja in der Vorbereitung gezeigt, dass viele, viele Leute eine Möglichkeit haben, von Anfang an zu spielen. Ja, daran arbeiten wir schon sehr, sehr lange und einige Wochen. Man muss einfach wissen, dass dieses letzte Drittel, das habe ich auch schon oft betont, das ist so dieses Königsdrittel im Fußball. Da entscheiden Einzelaktionen von Spielern. Welchen Pass spiele ich, mit welcher Schärfe spiele ich den Pass? Da muss sehr, sehr viel passen und zusammenkommen. Aber das haben wir uns natürlich auch schon in unser Hausaufgabenheft während der Vorbereitung eingetragen gehabt. Haben wir auch einige Einheiten dafür verwendet, im Überzahlspiel, im Umschaltspiel, da richtige Entscheidungen zu treffen. Aber es ist samstags nun mal so, dass, keine Ahnung, zu einer bestimmten Uhrzeit, zu einer bestimmten Situation müssen es die Spieler selber lösen, da dann die richtige Entscheidung zu treffen. Aber da gebe ich Ihnen recht, das ist sicherlich ein Punkt, an dem wir weiter arbeiten müssen, um dann auch insgesamt einen ordentlichen Auftritt dann auch zu vollenden, weil das war auch eine Erkenntnis von letzter Woche. Wir haben den Torwart vom Gegner zu selten dann vor Aufgaben gestellt und deswegen leider Gottes auch kein eigenes Tor erzielen können. Wir gehen total entspannt damit um, weil ich glaube, der Oliver Kreuzer hat es oft genug betont, ich habe es oft genug betont. Da ist eine gewisse Entspanntheit drin, weil der Karlsruher SC einfach das Heft des Handelns in der Hand hält. Und der Spieler hat einen gültigen Vertrag bei uns. Wir haben uns aber trotzdem mit ihm ausgetauscht. Ich glaube, das gebührt auch der Respekt vor Philipp Hofmann, vor seiner fantastischen Leistung in der letzten Saison. Nichtsdestotrotz ist es nun mal so, dass wir auch Ziele haben und diese Ziele wollen wir zusammen mit Philipp Hofmann erreichen. Er ist ein absoluter Fixpunkt in unserem Spiel. Für mich passt er wie Topf und Deckel zu diesem Club, zu diesen Personen. Ich glaube, er fühlt sich auch pudelwohl hier, das haben wir oft genug betont. Gleichzeitig haben Oliver und ich aber auch komplettes Verständnis, wenn ein Verein aus der ersten Liga zu einem Spieler Kontakt aufnimmt. Am Ende ist es allerdings auch die Wahrheit, dass es verschiedene Blickwinkel auf so eine Situation gibt und entscheidend ist, welcher Blickwinkel haben Oliver, der Club und der Trainer. Und der ist eigentlich eins zu eins gleich, dass der Spieler am besten schon am Samstag wieder sein erstes Saisontor für den Karlsruher SC schießt.
Naja, das Wort Unruhe ist glaube ich, ein Stück weit zu hoch gegriffen. Richtig ist allerdings, dass natürlich darüber gesprochen wird. Das ist ja völlig, völlig normal. Ich glaube, da müssen wir auch nicht irgendwie irgendwas zurückhalten. Das ist ein völlig normaler Vorgang in der Mannschaft, dass Philipp vielleicht mit dem einen oder anderen Spielern mal darüber spricht, dass sich die Mannschaft auch bei Philipp erkundigt. Das zeigt ja aber nur die extreme Wertschätzung, die wir alle Philipp gegenüberbringen. Und dass ich mich mit Philipp austausche, ist auch völlig normal, zusammen mit Oliver diese Woche auch getan. Also es ist ein völlig entspannter Austausch und das gehört, glaube ich, auch dazu. Ich bin nur kein Freund davon, dann da ein zu großes Thema daraus zu machen, dass darunter der Trainingsbetrieb leidet oder sonstige Dinge. Ich glaube, da würde man uns irgendwas in die Tasche lügen. Ich glaube, die Jungs haben diese Woche extrem gut und intensiv gearbeitet. Auch Philipp hat es getan. Und von dem her fahren wir morgen, glaube ich, mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen, die wir aus dem Pokalspiel mitgenommen haben, nach Union Berlin und nach Hannover in dem Fall, und werden versuchen, dort in die Punkte zu kommen. Wenn ich an das Spiel gegen den VfB Stuttgart denke, da wurde, glaube ich, alles attackiert, was ein weiß-rotes Trikot hatte. Also ich glaube, das haben wir uns schon in der Phase nach Corona extrem auf die Fahne geschrieben, den Gegner viel höher und früher zu attackieren. Klar ist aber auch, Nils, glaube ich, um deine Frage konkreter einzugehen, dass wir jetzt eine komplette Vorbereitung hatten mal und mit der Mannschaft natürlich gerade in diesen Bereichen sehr, sehr viel Zeit investiert haben, versucht haben, auch gewisse Prinzipien zu hinterlegen, dass die Jungs in verschiedenen Phasen einfach wissen, was die beiden Trainer draußen sich dann jeweils wünschen. Das kann wieder eine Option sein für Samstag. Es hat aber auch gezeigt, dass die Mannschaft in der Lage war, tiefer zu stehen gegen Union, mal einen gewissen Druck vom Gegner auszuhalten, ohne dass der Gegner zu Torchancen kam. Und dieser Mix wird es in den kommenden Wochen ausmachen gegen den Ball. Und das ist der gleiche Mix, den wir uns allerdings auch mit dem Ball wünschen. Ich glaube, wir haben auch, das hat mich viel, viel mehr noch gefreut, auch viele tolle Ballpassagen drin gehabt. Und das ist eine Entwicklung der Mannschaft, in die sie sich reingebracht haben. Und das wünsche ich ihnen einfach, dass sie das mitten in die Saison nehmen, dass sie ähnlich richtige Entscheidungen treffen im Vielzahl der Situationen, wie sie es gegen Union Berlin getan haben. Also zunächst einmal muss man, glaube ich, im Nachgang nochmal den Zuschauern vom vergangenen Samstag bei uns ein Kompliment machen. Wir wussten ja alle nicht, was machen 400, 500 Zuschauer aus, und ich zumindest auf der gegenüberliegenden Seite habe die Stimmung als toll empfunden, wenn man von dieser Zuschauerzahl jetzt mal ausgehen darf. Und in manchen Momenten, klar, denke ich natürlich auch, oh, das ist schon ein Unterschied, wenn du jetzt in ein Auswärtsspiel gehst und da sind tausende Zuschauer und du hast zu Hause als Beispiel nur 500 gehabt. Aber mich freut es eigentlich viel, viel mehr für den Fußball, weil das ist doch das, wonach sich alle gesehnt haben, dass wir wieder Zuschauer ins Stadion bekommen, unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften. Und wenn wir da sukzessive weitermachen können, ich glaube, dann gibt es nur einen Gewinner, das ist der Fußball, das sind die Spieler, weil ich glaube, das ist das, was uns allen fehlt. Ja, ich glaube, Sie haben zwar viele Neuzugänge geholt, aber wenn man sich jetzt mal so die letzten 14 Tage vielleicht anschaut, oder man nimmt jetzt mal das Pokalspiel in Würzburg, haben gar nicht so viele neu von denen auch von Anfang an gespielt. Sie haben einen neuen Links- und einen Rechtsverteidiger, den neuen Torwart und Franz vor der Abwehr. Aber ansonsten haben sie mit Kaiser im Mittelfeld, mit Haraguchi extrem spielstarke Spieler, die einfach eine enorme Spielintelligenz aufweisen. Vorne haben sie mit Dux und Weidern zwei Büffel, die in jeder Aktion, was in der Nähe des gegnerischen 16ers passiert, eine extreme Gefährlichkeit aufweisen. Und mit den beiden Innenverteidigern komplettiert natürlich auch eine gewisse Standardstärke. Und da sollte man dem Gegner einfach einen gewissen Respekt entgegenbringen und ihm auch durchaus eine Favoritenrolle für die ganze Saison auch zuschustern. Aber das soll es dann von der Seite aus auch des Lobes gewesen sein. Ich glaube, wir müssen dann schauen, was bietet der Gegner uns an. Wie kann meine Mannschaft eine ähnliche Leistung bringen wie vergangenen Samstag? Und wenn sie das hinbekommt und wenn ich an die Worte von Urs Fischer erinnern darf, wenn sie es schaffen wird, weiterhin eklig zu sein,
dann glaube ich, können wir uns auf ein tolles Spiel am Samstag freuen. Ja, an dieser Stelle, glaube ich, möchte ich es auch nicht vermissen lassen, nochmal Marco Tiede ein sehr, sehr großes Kompliment auszusprechen. Ich fand, er hat für mich das mit beste Spiel unter meiner Regie gemacht, vergangenen Samstag in seiner Gesamtheit. Und deswegen ist mir grundsätzlich mal überhaupt nicht bange, weil ich Marco Tiede habe. Dennoch gebe ich dir natürlich auch recht, dass dieser Rechtsverteidiger einfach dem gesamten Kader guttun würde in Form von Quantität zunächst einmal. Und wir versuchen natürlich aber auch dem Kader Qualität auf dieser Position zuzufügen, weil wir dann eine ähnliche Situation haben wollen wie links, wo sich Philipp Heise und Dirk Karlsson duellieren. Und ich immer noch der Überzeugung bin, dass eine Konkurrenz auf einer bestimmten Position, wenn sie gelebt wird, und das möchte ich haben, beide Spieler nur nach vorne bringen wird. Und deswegen sind wir da dran, Harald. Aber wie man so schön sagt, wir versuchen Qualität zuzufügen und nehmen dann auch das gewisse Risiko in Kauf, dass es den einen oder anderen Tag noch länger dauert. Wir werden mit einem Bus fahren, sofern ich nicht falsch informiert bin. Und haben da auch eine gewisse Lockerung genauso empfunden, wie wir es in vielen anderen Bereichen auch haben. Wir werden nach wie vor doppelt getestet und deswegen ist der Ablauf nach wie vor eigentlich ein ähnlicher wie in der Nach-Corona-Zeit. Aber sagen wir, es ist überhaupt kein Störfaktor oder sonstiges, sondern Menschen gewöhnen sich relativ schnell an eine Situation. So geht es uns bei diesem Thema auch. Klar ist, dass man immer Spieler braucht, die das Zepter so ein bisschen in die Hand nehmen. Ich glaube, wir haben ja den Mannschaftsrat wählen lassen. Wir sind uns da eigentlich einig, dass wir da schon proaktiv sein wollen, dass wir viele Dinge auch in die Hand nehmen wollen, auf und aber auch vor allem neben dem Platz. Dass das schon auch unsere Aufgabe ist, dass die Kabine funktioniert. Das nehmen wir natürlich sehr ernst. Die Neuzugänge, klar, die kommen mit Erfahrung teilweise mit ein bisschen weniger. Aber die haben wir, denke ich, gut mit aufgenommen. Ich glaube, wir werden von denen auf jeden Fall profitieren können, weil sie einen sehr guten Eindruck gemacht haben bisher. Ansonsten ist die Hierarchie, glaube ich, grundsätzlich schon eher flach, würde ich mal sagen. Aber trotzdem ist es schon wichtig, dass wir ein paar Spieler haben, die dann, wenn es drauf ankommt, da sind und die dann auch, wie gesagt, die Dinge in die Hand nehmen. Ja, ich bin immer verdammt vorsichtig, weil ich habe gefühlt irgendwie schon alles erlebt mittlerweile. Also wir dachten in Duisburg beispielsweise auch mal, wir haben uns top verstärkt und Qualität, Quantität und auf einmal haben wir gefühlt 3 Schritte rückwärts gemacht. Also ich glaube, wir haben uns einfach viele Dinge erarbeitet und wir haben uns punktuell gut verstärkt, wir haben Qualität dazu bekommen. Wichtig ist nur, dass wir den Weg, den wir eingeschlagen haben, weitergehen. In aller Konsequenz und da bin ich aber sehr zuversichtlich, weil wir vor allem, und das ist glaube ich immer ganz, ganz wichtig, eine sehr klare Truppe haben und wir haben eine gute Stimmung in der Mannschaft und wenn wir uns da einig sind, glaube ich, sind alle Türen offen, dass wir einfach die Dinge, die wir jetzt angefangen haben, weiterführen und das müssen wir Woche für Woche bestätigen. Und wie gesagt, wir hatten letztes Jahr in Nürnberg, glaube ich, die mit einem der größten Etats dann am Ende in die Relegation mussten. Also es ist immer schwierig vor dem ersten Spiel, dann irgendwie stärker, schwächer. Ich habe ein ganz gutes Gefühl und alles andere müssen wir sowieso Woche für Woche neu bestätigen. Deswegen fällt es mir da schwer, jetzt so pauschal die Mannschaft als stärker zu bezeichnen oder schwächer. Aber wie gesagt, wir haben uns viel erarbeitet und ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind, sowohl was die Einzelqualität betrifft, aber auch vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit.